Framing, von Englisch einrahmen oder umgangssprachlich to frame somebody, jemanden reinlegen. Framing meint im Deutschen Deutungsmuster, Redewendungen, Worthülsen, letztendlich Schlagworte verwenden. Sowas wie Willkommenskultur, Reichensteuer, Friedenswährung Euro, Demokratieabgabe, aber auch Lügenpresse und Asylindustrie. Solche Begriffe können ein Denkanstoß und eine Diskussionsgrundlage sein, eine Handlungsanweisung oder eine Nebelkerze. Sie können aber auch dazu dienen, sich selbst moralisch aufzuwerten und andere moralisch abzuwerten, auf Kritik nicht einzugehen, sondern zu verunglimpfen. Und weil das alles so schön sein kann, nun also mein persönliches Framing-Wort des Monats Februar 2019 oder das Ministerium der Liebe gibt bekannt. Fernwanderungsgewinne. Dieser Begriff fällt in einem Beitrag aus der Tageszeitung Die Welt vom 20. Februar 2019 mit der Überschrift Experten sehen Arbeit und Migration als Ursache für steigende Mieten. Darin wird ein Marktforscher mit Blick auf die vor allem in großen Städten durch Migration gestiegene Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt wie folgt zitiert. Ein attraktives Arbeitsplatzangebot und die hohen Fernwanderungsgewinne durch Flüchtlinge und Migranten verschärfen die Wohnungsnachfrage. Der Wohnungsmarkt wird enger. Fernwanderungsgewinne durch Flüchtlinge und Migranten. Großartig. Weltklasse. Sinngemäß haben die das im Fernsehen doch auch schon gesagt. Aber wie könnte man es denn sonst nennen? Sowas wie 1 Million Flüchtlinge und mehr, steigende Wohnungsnachfrage dadurch, Dreisatz führt zu steigenden Mieten und Milliardenverlusten. Unkontrollierte Masseneinwanderung, die Einheimische vom Wohnungsmarkt verdrängt. Oder Flüchtlinge und Asylindustrie sind Fernwanderungsgewinner. Das heißt, der Steuerzahler bezahlt auch noch für die Wohnungen, die er dann oft selbst nicht bekommt. Zugegeben, meinerseits ein kleiner Mini-Frame. Erinnern Sie sich, niemandem wird etwas weggenommen. Man bekommt halt nur nicht das, was man bekommen sollte, kriegt ein anderer. Und wie wehre ich mich dagegen? Ich bin jedenfalls ein Fernwanderungsgewinne-Leugner. Und im Übrigen gilt, man kann sich einem bestimmten Framing widersetzen, wenn man über eine sprachliche Äußerung nachdenkt. Aber bis wir alle in einer friedvollen, informierten und demokratischen Gesellschaft leben, gilt, framest du mich, frame ich dich.